Skynet ist zurück. Genauso wie ein alter Bekannter in neuen Kleidern. All das jetzt beim dritten Adventssenf 2017. Wir sind die Dysonauts. Hallo Dysonauten und herzlich willkommen zum dritten Adventssenf 2017. Ja, heute dritter Advent. Ich bin mal wieder die Woche über durchs Netz geflogen und habe für euch mal geguckt, was mich persönlich eigentlich so interessiert. Und ich bin auf ein paar Sachen gestoßen, wo ich einfach sage, ey, das ist geil. Und kommen wir einfach mal zum ersten. Und das ist nämlich beim Brückenkopf gewesen. Da hat ein Typ, Theo Domont oder so heißt er ähnlich, hat sich aus seinem 3D-Drucker Modelle ausgedruckt, die zum PC- bzw. PS4-Spiel Horizon Zero Dawn zu finden sind, und die sind sowas von geil. Also die müsst ihr euch echt mal angucken. Also diese kleinen Robotierchen, wie ihr sie vielleicht auch schon gesehen habt, wunderbar, richtig, richtig geil ausgedruckt, eine richtig, richtig gute Qualität. Das solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Ja, das ist ein Pflichtklick heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wer das Spiel schon gespielt hat, wirklich, wirklich sauber. Komme ich zum nächsten, was mich beim Brückenkopf so ein bisschen angemacht hat, will ich nicht sagen, aber es brachte mich so in alte nostalgische Zeiten, hätte ich jetzt fast gesagt, wo wir damals angefangen haben mit Dystopian Wars. Und Dystopian Wars ist ja übergegangen von Spartan Games jetzt zu TT Combat. Und für Dystopian Wars hat War Cradle Studios einen Supercarrier gemacht für die Prussen. Und das Ding, das ist einfach genial. Also ihr müsst euch das vorstellen, das ganze Ding ist anscheinend ein riesiger Eisklotz, wo die Preußen da einfach mal eben einen Flugzeugträger rein und drauf gebaut haben. Ist ein richtig, richtig fettes Modell. Sieht unglaublich detailliert aus. Auch so von dieser Eisberggeschichte und auch von den Sachen, die ihr dann so wunderbar noch an den Dingen dran kleben könnt. Ich glaube, wenn sich da einige Leute von euch da draußen mit der Bemalung Zeit lassen, wird das Ding ein richtiger Hingucker. Jetzt will ich mal eben gucken, gibt es hier irgendwie eine Größenangabe oder irgendwie sowas? Okay, also Länge sind schon mal 26 Zentimeter. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und natürlich auch ein paar Extras dabei, so wie ihr das ganze Ding dann halt auf die Platte stellen könnt. Ja, kann man machen. Kann man auf jeden Fall machen. Kostet 75 Pfund. Ist aber schon ein geiles Teil, muss man dazu sagen. Ja. Gut. Dann zur nächsten News, die mich, ich will nicht sagen angemacht hat, aber die ich interessant fand. Und zwar, Games Workshop ist damals ja mal in die Bresche gesprungen und hat gesagt, wir bringen auch mal Modelle raus, die einfach zusammenzubauen sind, um einfach mal eine ganz andere Käuferschaft anzusprechen. Das haben die jetzt geschafft, indem sie einfach dann jetzt diese Easy-to-Build-Sets rausgebracht haben. Und ein neues Easy-to-Build ist rausgekommen für einen Primaris Redemptor Dreadnought. Könnt ihr euch kaufen für 32,50 €. Ist wirklich nicht viel Basteliges dabei. Das heißt also, einfach die Dinger aus dem Gussrahmen raustrennen, zusammenstecken und schon seid ihr eigentlich komplett mit dabei. Also da ist nicht viel mit Posen oder da ist nicht viel mit Umbauarbeiten dran zu erledigen. Das Ding einfach nehmen, zusammenstecken und dann hat sich das. Wie gesagt, kostet 32,50 €, ist in einem kompletten blauen Kunststoff gedruckt. Naja, ihr wisst, was ich meine. Also, ne, komplett blauer Kunststoff ist das. Und von daher geht das weiter. Dann haben die auch noch rausgebracht, wieder für die Primaris und sogenannte Primaris Aggressors. Kosten 24 €, sind, glaube ich, 3 Stück drin. Ja, 3 Stück sind da drin. Auch hier wieder blauer Kunststoff. Dinger einfach raustrennen, einfach eben zusammenklipsen. Wenn ihr wollt, könnt das kleben und dann habt ihr das auf jeden Fall.
Gut, natürlich gibt's dann aber auch was für die Death Guard. Hier gibt es Lord Feltheus und eine Tainted Cohort. Sind meines Wissens jetzt dann hier 4 Modelle drin. Und von daher auf 40mm Basis. Ja, finde ich, sehen ganz schick aus. Macht vielleicht auch ein ganzer großer Teil der Bemalung hier aus, aber ich glaube, um euch da ein paar Minis noch mit auf die Platte zu stellen, könnte das durchaus was sein. Gefallen mir außerordentlich gut. Ist nicht so viel Geschwurbel dran, wie man das bei anderen Games Workshop Figuren vielleicht herkennt. Von daher muss ich ganz ehrlich sagen, doch, das ist gesunde Kost für Warhammer 40.000 und dürfte auch so ein paar Leute ansprechen, die mit den anderen Gussrahmen vielleicht nicht so unbedingt klarkommen. Also ich rede jetzt mal hier ganz klar von Kiddies. Ja. Bei der Death Guard ist der Kunststoff in so einem ekligen Grün gehalten, so dass man sich hier auch vielleicht mit der Bemalung hier so ein bisschen einfacher austoben könnte. Ja, finde ich eigentlich ganz schick. Dann gibt es für die Death Guard ebenfalls ein Mythic Blighthauler. Oh, ich hasse diese englischen Begriffe, was Games Workshop hier gemacht hat. Also ganz ehrlich, das ist, ist wohl irgendwie so ein kleines Fahrzeug, bewegt sich auf Ketten in die Schlacht. Bekommt ihr mit 30 Einzelteilen auf dem 80mm Rundbase geliefert. Muss man mögen. Mir gefällt das Ding bis auf die Schnauze eigentlich nicht so. Also ist ein seltsames Viech. Hat ein bisschen was von irgendwie so einer Art Einkaufswagen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also wenn ihr zum Hagebaumarkt fahrt oder so und wollt euch da irgendwie was auf eine Kandare packen, dann sieht das ungefähr das Ding auch so aus. Also, weiß ich nicht. Oder wie so ein Buggy, ne? So wie so ein Kinderwagen. Also guckt's euch an. Das Ding finde ich ehrlich gesagt nicht so wirklich prickelnd. Die Figuren dagegen, die sind schon ganz ordentlich. Okay. Das war eigentlich so das, was mich dann so bei diesem Post halt wunderbar überrascht hat, dass halt da auch wieder ein bisschen mehr halt kommt für diese Fraktion der Kids, die sagen, ey, ich finde 40.000 eigentlich ziemlich cool, aber ich komme mit den großen Gussrahmen und so weiter und so fort und mit den ganzen vielen Waffenoptionen komme ich einfach nicht klar. Deswegen diese Geschichte easy to build finde ich gar nicht so schlecht. Ja, finde ich gar nicht so schlecht. Dann aber noch ein Teil, den ich beim Brückenkopf gefunden habe. Es ist bei Facebook ist es schon die ganze Zeit durch die Gegend gegeistert. Und zwar bieten die Jungs von TT Combat, die jetzt ja quasi dann auch Dystopian Wars machen, einen Regelbuchtausch an. Und wer von euch quasi noch die alte Edition hatte von Dystopian Wars, der kann jetzt quasi gratis die dritte Edition bekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen skeptisch. Also die erste Version von Dystopian Wars fand ich schon sehr, sehr übel von der Gestaltung des Regelbuchs her. Also man musste mal vor, man musste mal zurück, man musste mal ganz nach hinten. Dann kam Version 2, habe ich mir gedacht, wird vielleicht besser. Nee, war leider auch nicht. Genauso selbe Spiel wieder. Man muss wieder Teile hinten erst nachschlagen, damit man wieder nach vorne blättern kann, um dann wieder in die Mitte zu blättern, um dann dementsprechend halt seine Regeln sich irgendwie drauf zu kriegen. Also was sollt ihr eigentlich hier machen? Ihr sollt euch irgendwie mit einem Foto und eurem Dystopian Wars Regelbuch sollt ihr euch fotografieren. Das sollt ihr dann irgendwie bei Facebook oder bei Instagram posten und mit Hashtags versehen. Dann sollt ihr euren Friendly Local Gaming Store dort mit taggen und von daher dann sollte es dann dementsprechend rausgeschickt werden zu euch. Also wer da draußen noch Bock drauf hat auf die dritte Edition von Dystopian Wars, der sollte dann einfach mal gucken. Also ihr könnt es direkt halt in diesen Gaming Store schicken, der bei euch um die Ecke ist, beziehungsweise die schicken es euch direkt nach Hause. Also bin ich eine nette Idee, aber ihr gebt euren Account quasi als Werbeplattform her. Ne? Also das sollte euch klar sein. Und wie andere Leute dann meinen, von wegen so, ja, macht ihr doch einen eigenen Dings dafür fertig, einen eigenen Account, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Gut, gehen wir mal rüber zu den Magabotatos. Die Magabotatos haben natürlich auch eine ganze Ecke wieder für euch als News eingestellt. Und da ist mir
aufgefallen vom Donnerstag. Ein US Marine in Vietnam, also ein richtig geiles Diorama, was mir sehr, sehr, sehr gut gefällt. Komplett aus Resin für knapp 39,70 Euro, schreiben sie. Und das Ding hat Mitch's Military Models im Angebot. Müsst ihr euch vorstellen, ein Marine, der kniet quasi vor einem Baumstumpfen, hält sein M16 in der Hand und sagt zu seinen Leuten, die er anscheinend gerade so imaginär anguckt, psch, leise, ne, da vorne ist irgendwie was oder ansonsten seid ihr gleich tot, so nach dem Motto. Ist ein sehr, sehr schön detailliertes Modell, gefällt mir außerordentlich gut, eine richtig, richtig schöne Pose von der Figur selber. Die Proportionen passen wunderbar, die Falten von der Haut sind sehr, 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 sehr geil gemacht. Also das müsst ihr euch mal angucken. Das ist, glaube ich, wirklich ein Fest für euch da draußen, wo ihr sagt, von wegen, ich wollte immer schon mal irgendwie ein Diorama anmalen. Das ist eine schicke Sache. Das solltet ihr euch durchaus überlegen, ob man sich das nicht zulegt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mitchesmilitarymodels.co.uk. Einfach mal gucken. Aber von daher, Ich find's gut. Also wenn man das noch ein bisschen ausbauen würde, mit ein bisschen Hintergrund oder vielleicht das Modell dann irgendwo noch mit reinpflanzt, finde ich eine schöne Geschichte. Kommen wir zum nächsten Thema. Magabotatos haben herausgefunden, Release von Star Saga. Star Saga ist ja dieses, wie soll ich sagen, Frostgrave-Äquivalent in Space von Mantic. Das ist jetzt quasi dann halt dementsprechend zu haben. Und kostet 79,99. Ihr kriegt einiges dabei. Ich bin bei Mantic immer so ein bisschen zwiegespalten. Die machen mit Sicherheit ganz coole Sachen. Aber auch dementsprechend halt ohne Kickstarter geht's anscheinend bei denen nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob sich dieses Spiel wirklich viele Spieleläden in das Regal stellen würden, weil, viele Leute haben wahrscheinlich dann schon beim Kickstarter mitgemacht und haben deswegen auch schon keinen Bedarf mehr daran, an den Sachen, den die eigentlich jetzt noch im Spielladen halt kaufen könnten. Von daher bin ich echt am Zweifeln, ob das wirklich dann halt so im freien Handel dann zu erwerben sein wird. Müsste einfach mal gucken. Ich mag eigentlich diese gesamte Geschichte so mit Frostgrave oder jetzt auch hier, sag ich jetzt mal, so eine Art Dungeon Crawler in Space, ne, so wie es dann Star Saga eigentlich ja sein sollte. Von den Figuren her, Mantic bessert sich von der vom Aussehen her der Figuren. Also manche Figuren waren ja echt sehr, 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 sehr creepy. Aber es gibt hier durchaus welche, wo ich sage, doch, die sind schön modelliert. Passen auch von den Posen her. Dann sind aber welche dabei, wo ich sage, hey Leute, nee. Ne? Also, nee, das funktioniert irgendwie gar nicht vom Design her. Schaut's euch mal an. Ich finde gerade so diese Wissenschaftler in so weißen Anzügen, die finde ich eigentlich ganz geil. Was aber auch sehr, sehr schick ist, ist, dass das zusätzliche Gelände, was ihr da bekommen könnt, welches ihr dann mit auf dem Spieltisch dann halt draufstellt. Also sowohl als Türen als auch irgendwelche Schränke mit Waffen drin oder irgendwelchen medizinischen Gütern. Das müsst ihr mal gucken, finde ich persönlich eigentlich ziemlich okay. Nur die Frage ist von wegen so, wie ist dann dementsprechend der Qualitätsstandard von der ganzen Geschichte. Ja. So. Dann gucken wir doch mal, was es dann noch so Neues gibt. Ich habe ja vorhin gesagt, ein alter Bekannter im neuen Kleid. Das ist heute Necromunda. Necromunda hat sich der Gregor von Magabotato mal auf die Fahne geschrieben und hat gesagt, ich mache da mal einen Blogartikel zu. Und Gregor hat jetzt schön in seiner Art, wie er halt ist, dieses ganze Ding halt mal auseinandergepflückt und hat sich das Ganze mal angeguckt. Sein einziger oder sein Hauptkritik Punkt, den ich jetzt einfach mal so aufnehme, ist einfach, dass dieses Spiel von der Grundbox her so konzipiert ist, ihr müsst die Grundbox haben. Wenn ihr sagt, ich spiele in 2D, ist das vollkommen ausreichend. Wenn ihr sagt, ich möchte aber auch in 3D spielen, so wie Necromunda damals früher war, ja, also so zu unserer Zeit, müsst ihr euch nochmal extra für 22 Euro ein weiteres Regelbuch kaufen, was dann halt dementsprechend auf den Regeln, die in der Grundbox drin sind, aufbaut. Da bin ich persönlich überhaupt kein Freund von. Das finde ich, das ist absolut
absolute Geldmacherei von Games Workshop, und die wissen das ganz genau, dass ihr im Prinzip da draußen das mit Sicherheit kaufen werdet, weil es ist nämlich sonst nicht das richtige Necromunda, was ihr dann auch dementsprechend haben wollt. So, dann habt ihr ja in der Box habt ihr ja zwei verschiedene Gangs drin. Einmal die Escher und einmal die Goliath. Ist okay, die Minis sind für mich auch voll okay. Über den Qualitätsstandard bei Games Workshop, wie gesagt, brauchen wir nicht mehr großartig reden. Das sollte eigentlich klar sein. Aber ich finde, für so ein Spiel, ich sag mal, ihr kriegt dann vielleicht für unter 100 Euro plus nochmal die 22 Euro für das Regelbuch mit drauf, schon seid ihr wieder bei über 100 Euro. Dann habt ihr vielleicht noch andere Gangs, mit denen ihr spielen wollt. Gregor schreibt, dass halt diese Gangs zwar im erweiterten Regelbuch halt genannt werden, aber es befinden sich keine Listen da. Diese könnt ihr mittlerweile aber auch auf der Seite von Necromunda, könnt ihr euch die runterladen, um dann halt mit den Gangs zu spielen, die allerdings irgendwie anscheinend noch überhaupt nicht gebalanced sind. Das heißt also, teilweise unterscheiden sich die Waffenkosten doch durchaus sehr, sehr voneinander. Ich bin da aber sehr gespannt, was halt von Forge World bzw. Games Workshop als neue Truppen dann demnächst halt rauskommt. Ganz ehrlich, die Minis sind schick. So ist es nicht. Aber ganz ehrlich, nur damit ich Necromunda spielen kann, mir eine Grundbox holen, wenn ich das 2D gar nicht haben will, damit ich mit dem Erweiterungsbuch, was ich wieder kaufe, dann das spielen kann? Nee, also ich glaube, dann kann man besser vielleicht auch beim alten Necromunda bleiben. Oder wir sagen uns, wir spielen mal vielleicht was ganz, ganz anderes. Guckt's euch an, der Gregor hat das wirklich, wirklich schön geschrieben. Und von daher einfach mal gucken. Gut, das war eigentlich so mein Adventssenf zum heutigen dritten Advent. Ich möchte noch mal hinweisen auf das Gewinnspiel, was wir haben. Ihr könnt noch bis zum 20.12.2017, 23.59 Uhr, mitmachen an unserer Verlosung. Wir verlosen ja einmal das Spiel Total War Warhammer 2 und wir verlosen einmal Dawn of War 3 in der Limited Edition. Alles, was ihr dazu tun müsst, ist entweder unsere Seite Dysonauts bei Facebook liken oder uns eine E-Mail schicken an podcast@dysonauts.com und dann schreibt ruhig eben rein, warum gerade ihr die jeweilige Version gewinnen wollt. Das wäre ziemlich cool. Ich habe schon einige wirklich witzige Begründungen hier im Ordner liegen und von daher, ich bin sehr gespannt, wer das dann halt von euch dann halt mit nach Hause nimmt. Ich werde das versuchen auf jeden Fall noch bis Weihnachten zu versenden, sodass ihr das dann dementsprechend auch noch bekommt und dann euch ein paar schöne Tage machen könnt. Ich würde sagen, haut rein, macht euch den Pansen voll mit Lebkuchen und Spekulatius und Kaffee und was weiß ich nicht, was alles, was zu einem zünftigen Adventskaffee halt dazugehört. Das werden wir nämlich heute gleich tun. Und dann würde ich sagen, hören wir uns am vierten Advent und das ist Heiligabend. Heiligabend mache ich auch noch eine kleine kurze Sendung und da werden wir auch dementsprechend die Gewinner mitteilen, wer denn halt bei unserem Gewinnspiel gewonnen hat. Teilt den ganzen Kram, würde mich freuen über eure Kommentare, über eure Bemerkungen und ja, ich würde sagen, vielen Dank und dann hören wir uns zum vierten Adventssenf in einer Woche wieder. Bis dann, tschüss.